Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der blaue Faden. Wir durften mittlerweile ja schon einige Sonnenstunden in diesem Sommer genießen. Ab einem gewissen Alter tut man das aber eher mit Vorsicht. Bevor man sich ins Sonnenbad stürzt, cremt man sich ein und legt eine Schattenpause ein, wenn man merkt, dass es jetzt gerade reicht mit der Sonneneinstrahlung auf der Haut. Bei Kindern ist das anders. Sie spielen und tollen auf dem Spielplatz oder im Schwimmbad. Sonnenschutz haben sie nicht wirklich auf dem Schirm. Da sind dann die Eltern gefragt. Juna hat sich mal umgehört. Wir sind heute hier auf dem Spielplatz. Leider scheint die Sonne gerade nicht so arg, aber wir wollen trotzdem mal schauen, ob die Eltern die Kinder gut vor der Sonne schützen. Denn unser heutiges Thema ist Sonnenschutz. Wie schützen Sie Ihr Kind denn allgemein vor der Sonne noch so? Ja, mit Sonnencreme und langärmlich. Also mein Kind ist in einer Waldkita, das heißt, hat immer langes Hemd an, lange Hosen und hohe Schuhe. Generell machen wir einfach, dass wir versuchen, im Schatten zu sein, Mütze aufsetzen und Sonnenschutzcreme benutzen. Und worauf achten Sie beim Aussuchen der Sonnencreme? Auf Verträglichkeit, dass es wirklich für Kinder ist und dass es einen sehr hohen Lichtschutzfaktor hat. Was ist für Sie Kinderbewusstsein? Das Kind gleich behandeln wie einen Erwachsenen und einfach mitlaufen lassen und überall mitnehmen, also keine Unterschiede machen, nicht extra. Also würde ich meinen, dass das Kind zu jeder Zeit sich vollwertig empfindet, immer auf Augenhöhe und immer das Gefühl hat, schon komplett da zu sein. Jetzt interviewe ich noch einen Experten, wenn es um das Thema Sonnenschutz geht. Da ist er ja auch schon. Herr Dr. Dirk Meyer-Rogge. Gehe ich mal rein. Wenn es Sommer ist und die Kinder in der Sonne spielen, dann kriegt man ja leicht mal einen Sonnenbrand. Wie gefährlich ist das denn für Kinder? Na, ein Sonnenbrand ist für Kinder nicht gefährlicher als für Erwachsene auch. Aber das Allerwichtigste ist, dass man überhaupt gar keinen bekommt, dass man sich schützt vor dem Sonnenbrand. Und wie können das denn die Eltern machen, um ihre Kinder eben genau davon zu schützen? Wir müssen darauf achten, dass nicht zu viel Sonne an die Haut kommt. Also entweder wir können Bekleidung anheben, an ein T-Shirt oder sowas, oder einen Hut zum Beispiel am Kopf. Oder wir können einen Sonnenschutz auftragen, zum Beispiel eine Sonnenschutzcreme. Die muss man auftragen, dann braucht die eine gewisse Zeit lang, bis die einwirkt und dann ist man geschützt vor der Sonne. Besser geschützt. Und oft sehe ich in der Stadt Mütter mit ihren Sonnenbrillen und die Kinder im Buggy kneifen sich die Augen wegen der Sonne zu. Warum sind Sonnenbrillen denn so wichtig? Für Kinder sind Sonnenbrillen gar nicht so wichtig. Kinder haben tolle Pupillen, die wunderbar eng stellen können und dann kommt sehr wenig Sonnenlicht rein. Bei älteren Menschen funktioniert das nicht mehr so gut. Und deswegen blendet das die älteren Menschen und deswegen müssen die eine Sonnenbrille anziehen. Also Kinder brauchen normalerweise im Alltag gar keine Sonnenbrille, außer im Buggy liegen sie und werden wirklich schauenvoll in die Sonne. Dann ist es auch nicht gut, da muss man den Buggy aber nur umdrehen. Vielen Dank nochmal für das Interview. Es hat mir großen Spaß gemacht und damit du auch davon was hast, habe ich für dich deinen persönlichen Sonnenschutz, damit du gut durch den Sommer kommst. Danke, denn das mit den Sonnenbrillen wusste ich echt nicht, aber eincremen tue ich mich immer, dann habe ich jetzt ja auch noch ein bisschen Vorrat. Und damit geben wir den blauen Faden zurück ins Studio. Nicht ganz so viel Sonne bekommen die ab, die den ganzen Tag über in Werkstätten oder Bürogebäuden arbeiten. So zum Beispiel manche Politiker. Manche von ihnen verbringen viele Stunden am Tag im Bundestagsgebäude in Berlin. Ramon ist dorthin gereist, um den Bundestagsabgeordneten Ingo Wellenreuther zu treffen. Danke. Wir befinden uns hier vor dem Paul-Löb-Haus und haben gleich die Möglichkeit, Ingo Wellenreuther zu treffen, Bundestagsabgeordneter aus Karlsruhe. Wir wollen von ihm wissen, wie die Arbeit als Politiker ist und inwieweit die Politiker auf uns und Kinder eingehen. Was braucht man, um ein guter Politiker zu sein? Eine schwierige Frage. Man muss, glaube ich, viel bei den Menschen sein, bei den Leuten, bei den Bewohnern in der Stadt, wo man herkommt und muss gut zuhören können, dass man die Probleme, die die Leute haben in den Städten oder auch im ganzen Land, gut versteht und dann versucht, hier in Berlin gute Gesetze zu machen, damit es den Menschen in Deutschland besser geht. Warum ist es wichtig, dass sich Kinder politisch arrangieren?
Ich glaube, man muss erstmal erklären den Kindern und Jugendlichen, was überhaupt Politik ist. Und Politik ist eigentlich alles, was um uns herum passiert und was für die Familien wichtig ist, für die Kinder wichtig ist, für die Menschen wichtig ist. Und ich finde, man sollte Kinder deswegen auch schon früh für Politik interessieren, damit sie sich auch einbringen können, damit sie sich mal später in einem Gemeinwesen, in einer Stadt, in einem Dorf, in einer Gemeinde, wo sie wohnen, auch für die wichtigen Dinge da interessieren, ob Schulen gebaut werden, ob Straßen gebaut werden, wie die Umwelt behandelt wird. Und deswegen ist es wichtig, Kindern zu erklären, worum es da geht. Was müssen Erwachsene tun, damit das ihnen gelingt? Sie müssen das Interesse wecken bei den Kindern. Sie müssen vor allem ganz einfach erklären, um was es geht, was Politik ist. Politik ist, klingt manchmal ganz schwierig, ist oft ganz einfach. Es ist aber oft auch schwierig erklärt. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, dass man den Kindern beibringen muss, dass sie Zeitung lesen, dass es da viel wichtige Dinge drinstehen und dass sie sich für solche Themen interessieren, weil es eine spannende Sache ist. Was kann ein Karlsruher Politiker in Berlin für seine Stadt tun? Das ist auch eine gute Frage. Die Politiker in Berlin müssen erstmal Gesetze machen für ganz Deutschland. Aber natürlich müssen wir Politiker in unseren jeweiligen Städten gut zuhören, was die Menschen uns sagen, wo es Probleme gibt. Und dann kann man sich für einzelne Menschen oder für Firmen, Unternehmen hier in Berlin einsetzen und versuchen, da gute Dinge zu erreichen. Wenn ich schon mit Ihnen spreche, wüsste ich gerne von Ihnen als Präsident des Karlsruher SC, was Sie für die Jugendbeförderung tun. Ne? Ja, wir haben eine ganz große Jugendabteilung beim KSC, also ganz viele junge, gute Fußballer spielen bei uns Fußball. Wir haben 10 Jugendmannschaften, von den ganz Kleinen bis zu den 18-, 19-Jährigen in der A-Jugend. Also von daher haben wir ganz viele Trainer angestellt, auch Therapeuten, auch Lehrer. Und da geben wir ganz schön viel Geld aus beim KSC, damit es gut klappt und die Jungs bei uns gut aufgehoben sind. Das Wildparkstadion soll ja umgebaut werden. Ist der Umbau für das Stadion für so viel Geld kinderbewusst? Ja, ich glaube, dass man da Geld einsetzen muss. Das kostet viel Geld, aber das bringt für eine Stadt insgesamt tolle Sachen. Die Menschen haben die Möglichkeit, tollen Fußball zu sehen. Das wollen ganz viele Millionen in ganz Deutschland. Und deswegen glauben wir, dass das für die Stadt Karlsruhe eine ganz tolle Sache ist und für die Menschen in Karlsruhe und für die Kinder, die dann ins Stadion kommen können und zugucken können und dann ihre Idole haben, nach denen sie dann nacheifern. Was ist für Sie Kinderbewusstsein? Kinderbewusstsein, Ramon, das ist ein Thema. Das heißt, man muss wissen, welche Dinge für Kinder wichtig sind und muss dann als Politiker versuchen, daraus eine gute Politik zu machen, die den Kindern auch nützt. Weil die Kinder sind unsere Zukunft, genauso wie du. Du musst später mal auch groß werden, Schule fertig machen, arbeiten und dann mit Deutschland mitgestalten. Und deswegen ist es wichtig, dass Kinder eine gute Zukunft haben. Danke, Herr Wellenreuther, für das tolle Interview. Vielen Dank, Ramon, hast du ganz toll gemacht. Da hat Ramon Ingo Wellenreuther aber ganz schön auf den Zahn gefühlt und er ist noch nicht fertig, den Politiker etwas rauszureizen. Die beiden haben jetzt das letzte Wort und ich sage Tschüss und bis bald. Herr Wellenreuther, glauben Sie, dass Sie kinderbewusst sind? Ich glaube schon, ja, ich glaube schon. Und ich habe ja vorhin gesagt, wir kümmern uns in Karlsruhe, dass alle Kinder ein warmes Mittagessen haben. Das ist eine ganz wichtige Sache, weil es gibt ganz viele arme Kinder, die das nicht haben. Und auch ansonsten, vielleicht kann man das noch mehr an die Kinder denken, aber ich glaube schon, dass ich einigermaßen kinderbewusst bin. Ich habe ja selbst Kinder. Wir haben die Rubrik Das letzte Wort. Haben die Kinder? Das würde ich gerne mit Ihnen heute drehen. Schneiden Sie mit mir eine Grimasse in die Kamera. Die Schüler von heute sind die Azubis von morgen und auf dieses Morgen sollen sie möglichst gut vorbereitet werden. Der erste Kooperationstag der IHK Karlsruhe bietet Ihnen deshalb einen Blick über den eigenen Tellerrand hinaus. Doch es geht nicht nur um Schüler und Jobs, ein wichtiges Bindeglied auf dem Weg sind die Lehrer. Um die Zusammenführung zu verstärken, haben Sie gemeinsam mit den Unternehmen auf dem Kooperationstag die Möglichkeit zu einem Meinungsaustausch.
Also heute werden wir eine Reihe von Vorträgen haben, auch einen kleinen musikalischen Rahmen natürlich. Herr Schittier wird etwas beitragen zum Gelingen des heutigen Tages und vor allem gibt es den Austausch dann zwischen den Unternehmen und den Schulen. Um Abwechslung von den trockenen theoretischen Schulstunden zu bekommen, ergänzen die Einblicke in die Praxis den Unterricht. So bekommen die Schüler früh einen Eindruck von verschiedenen Unternehmen und deren Arbeit. Also heute natürlich wird nicht so arg viel dabei stattfinden. Heute ist der Meinungsaustausch gefragt. Aber die Zusammenführung von Schüler und Jugendlichen und Unternehmen erfolgt natürlich durch Betriebsbesichtigungen, durch entsprechende Informationen in den Schulen, sodass einfach diese Unkenntnis, die oft über den beruflichen Alltag da ist, beseitigt werden kann. IHK und HWK geben auf dem Kooperationstag einen Einblick, was sie zur Förderung der Bildung alles unternehmen. Mittlerweile sind sogar grenzüberschreitende Bildungspartner von dem Konzept überzeugt und auch einige neue Gesichter sind im Haus der Wirtschaft zu sehen. Eingeladen sind auch Betriebe, die noch keine Kooperationsschule haben. Das sind wir, Baden-TV. Mitdiskutieren erwünscht. Ob KSC, Spritpreise oder Promi-Besuche in der Region. Auf unserer Facebook-Seite sind wir überall für euch dabei. Werde unser Freund auf Facebook und lass uns deine Meinung zu den Ereignissen unserer Region wissen. Schau vorbei auf facebook.com/badentvonline. Wir freuen uns auf euch.